hier draußen etwas gefunden. Etwas, das möglicherweise nur Sie verstehen. Oh mein Gott. Ich habe 20 Jahre damit verbracht, uns darauf vorzubereiten. Wir haben Ihre Technologie benutzt, um unseren Planeten stärker zu machen. Aber das wird nicht genügen. Ich sehe sie in meinen Träumen. Sie kommen wieder zurück. Heute werden sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen. Nicht etwa gegen Tyrannei, Verfolgung oder Unterdrückung, sondern gegen unsere Vernichtung. Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein. Sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Definitiv viel größer als das letzte Mal.